Siehst du mich, Günther? Ja, seh dich. Sehr schön. Hallihallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Produktvorstellungsvideo von und mit Thomas IFA Garage. Wir haben heute hier den wunderschönen, neptunblauen Wartburg von meinem Freund Stefan hier aus Merseburg auf der Bühne. Und Stefan hat sich richtigerweise dafür entschieden, trotz dieser seltenen Farbe und des tschechischen Imports, genau wie meiner, das Auto etwas tiefer zu legen. Und hat sich dahingehend für das TÜV-Fahrwerk entschieden. Das Besondere bei diesem Fahrwerk, es ist mit TÜV. Das heißt, zu diesem Fahrwerk gibt es ein TÜV-Zeilegutachten der Dekra dazu. Und damit könnt ihr dieses Fahrwerk beim Wartburg ganz normal eintragen. Bevor wir zu den Komponenten kommen, die alle dazu sind und wie wir das Ganze bei dem Auto hier einbauen, noch ein wichtiger Hinweis. Das Gutachten ist von 1998. Während dieser Zeit bis heute haben sich Komponenten innerhalb dieses Fahrwerkes leider Gottes geändert. Das bedeutet, die Stoßdämpfer, die 1998 mit diesem Fahrwerk abgenommen wurden, die gibt es heute leider nicht mehr. Das bedeutet, man bekommt zu diesem Fahrwerk einen Zettel dazu vom Hersteller, wo drauf steht, hiermit wird bescheinigt, dass die Dämpfer, genannt im Gutachten sowieso, mit der Nummer sowieso, auch zu ersetzen sind durch Stoßdämpfer XY, Kennzeichnung sowieso. Ja? Genau das gleiche gilt für die vordere Feder. Die Federn an sich sind alle identisch, aber die Kennzeichnung hat sich zwischen 1998 und jetzt eben heute leider geändert. Auch deswegen gibt es so eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung dazu, wo eben da steht, dass die Feder mit der Kennzeichnung ohne Probleme durch Feder mit Kennzeichnung Y sozusagen wiederverwendet werden kann oder auch verwendet werden kann. Wichtig, bitte diese beiden Infos, bevor ihr das Fahrwerk kaufen solltet, mit eurem TÜVer abklären. Ja? Weil nur der kann ja am Ende des Tages entscheiden, okay, was ist das für eine Feder, worum geht's hier, wie sieht die alte aus, wie sieht die neue aus, was auch immer. Und sind die gewillt, euch das einzutragen oder nicht? Ich bin so ehrlich, sage euch das und stelle euch da nicht vor unvollendete Tatsachen, dass wenn ihr dann beim TÜV steht und der sagt, Moment, die Kennzeichnung hier ist ja nicht die auf der Feder und ihr dann quasi mit diesem zusätzlichen Wisch erst dann ankommt. Ihr bekommt auch zu dem Fahrwerk immer dazu eine Eintragungskopie von meinem Wartburg. Das bedeutet quasi den Nachweis dafür, dass das Fahrwerk auch schon mal so abgenommen wurde. Den einen Vorteil dieses Fahrwerks habe ich quasi schon gesagt. Ihr könnt das legal auf der Straße fahren und auch regulär eintragen lassen. Damit sind quasi die Möglichkeiten der Felgenwahl und so weiter und so fort relativ groß, weil ihr könnt dann mit Spurplatten relativ schnell ein ansehnliches Fahrzeug bauen. Wichtig bei dem 8050 Fahrwerk ist auch, ihr habt das vielleicht in dem ein oder anderen Video von mir schon gesehen, die Vorderachsgeometrie des Wartburgs, Sie könnten ja vielleicht mal ganz kurz hier auffüllen, dass wenn wir das Auto jetzt tiefer legen, das vordere Rad etwas mehr positiven Sturz kriegt. Wir sehen das ja jetzt gleich dann am Ende des Tages, wenn das Auto hier fertig umgebaut ist. Und dann zeige ich euch das auch nochmal. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, da müsst ihr euch damit anfreunden. Die Möglichkeit, diesen Sturz zu beheben, funktioniert quasi nur, wenn ihr die oberen oder unteren Querlenker dann entsprechend umbaut. TÜV-relevant ist das Thema auf jeden Fall nicht. Es ist halt eine reine optische Sache und die müsst ihr bereit sein einzugehen. Oder eben auch nicht. Wir gucken uns an, was bei dem Fahrwerk alles dabei ist und bauen das gemeinsam ein und messen natürlich dann vorher nochmal diese, ich sage jetzt mal vorher-nachher Höhen, damit ihr einen Anhaltspunkt habt, wo komme ich am Ende des Tages mit der Tieferlegung ungefähr hin. Nach dem Intro, jetzt weiter. So, das ist die ganze Geschichte. Zwei Federn für hinten, zwei Federn für vorne, die dicken hinten, die dünnen vorne. Zwei Stoßdämpfer für die Vorderachse, zwei Stoßdämpfer Hinterachse und zwei, ich sag jetzt mal, Distanzplatten für die Hinterachse.
Stoßdämpfer sind von mir immer beschriftet, welche vorne, welche hinten sind. In der Regel sind die kürzeren Stoßdämpfer, für den Fall, dass ihr es irgendwie verschmieren solltet oder verbaddeln oder was weiß ich was, sind die kürzeren immer für vorne. Wichtig hierbei ist auch noch, die Hersteller dieser Dämpfer wechseln doch über die Jahre mal. Ja? Also wir haben jetzt hinten Stoßdämpfer von Munro, vorne von Alco. Manchmal stellen die Hersteller natürlich auch ihre Produktion von den Stoßdämpfern ein und dann stehen wir natürlich da und brauchen irgendwie neue. Das heißt, die Stoßdämpfer, die hier jetzt im Video abgebildet sind, können quasi abweichen. Wichtig noch zu erwähnen, das TÜV-Fahrwerk kriegt ihr natürlich auch von Wartburg 1.3. Also auch der steht im Gutachten mit drin. Da sind dann einfach die vorderen Stoßdämpfer andere, also klassisch nicht mit Auge oben, sondern mit Stift. Ich kriege auch immer wieder die Frage, ob ich nicht wild bin, dieses Gutachten gegen einen gewissen Obolus an Mann zu bringen. Hier an dieser Stelle klares Nein. Das Gutachten gehört mir nicht. Das bedeutet, ich kann nicht einfach das Gutachten wahllos vervielfältigen und den Leuten zur Verfügung stellen. Wer jetzt eine Eintragung für sein Wartburg braucht und sagt, ich will das Fahrwerk aber nicht ewig fahren, sondern irgendwas anderes machen, der kann sich bei mir gerne melden. Ich habe auch im Bestand zwei Fahrwerke, die so eine Art, ich nenne es mal Mietfahrwerke sind. Das bedeutet, ich schicke euch das Fahrwerk, ihr könnt es einbauen, eintragen lassen, alles sauber machen, alles schick, alles schön. Und wenn ihr dann soweit seid, könnt ihr mir das Fahrwerk wieder zurücksenden. Und ihr kriegt dann einen Teil des Kaufpreises zurückerstattet. Natürlich nicht den vollen Kaufpreis, ist klar, weil es wie so eine Art, sagt der Name ja schon, Mietfahrwerk ist. Und dann kann man natürlich so eine Geschichte sehr gerne auch machen. Bevor wir jetzt anfangen hier bei dieser Thematik mit dem Einbau. Die vorderen Federn vom Wartburg 353 sind Witwenmacher. Ich sage euch das, wie es ist. Ich habe das in dem Video von meinem schon mal gesagt, da ist so viel Beats drauf auf den Federn. Wenn ihr keinen vernünftigen Innenfederspanner oder Original AWE Federspanner habt, lasst das bitte sein. Ich warne eindringlich davor. Wer so eine Feder in der Lappe kriegt, hat ein Gesicht wie der hier, wie heißt der von Goonies hier, der unten da im Keller angekettet war. Alter Schwede, ich sag's euch, ich warne wirklich davor. Ihr werdet es gleich sehen, wie das ganze Thema hier abläuft. Und genau deswegen sage ich Safety first. Ja, nicht, dass er am Ende aussieht wie Gollum oder wer auch immer. Auch hier das Angebot an euch, weil so ein Innenfederspanner, der auch wirklich passt, schweineteuer ist. Bei mir im Online-Shop findet ihr diesen Federspanner unter Spezialwerkzeug quasi auch als Mietwerkzeug. Ja, also die sind echt nicht billig, die Dinger. Von daher kostet das auch, sagen wir mal, im Grunderwerb oder für die Mietzeit entsprechend ein bisschen Geld. Ja, das ist für mich wie eine Art Pfand für den Fall, dass ihr das Zeug nicht wieder zurückschickt. Und auch da ist es dann so, wenn ihr fertig seid mit Umbau, könnt ihr das Teil wieder zurückschicken. Und wenn es komplett ist und noch funktioniert, kriegt ihr auch da einen Teil eures Geldes selbstverständlich zurück. Gut, dann, wenn Sie mal ganz kurz ein Stück näher kommen wollen, fangen wir ganz easy peasy mit dem schwersten an, nämlich der Vorderachse, indem wir die Stoßdämpfer lösen. Dazu werden wir als allererstes, ich sage jetzt mal ganz einfach, diese Schrauben lösen hier oben, vorher die Kappen abziehen, logischerweise die Stoßdämpfer abmachen. Und wenn wir das raus haben, nehmen wir ihn hoch und dann nehme ich euch mit, wie wir dann die Unterseite locker machen, damit wir die Stoßdämpfer dann hier entsprechend entfernen können. Aber dazu dann gleich mehr. Wie gesagt, wir messen mal die kurze Ausgangslage. Vorderachse, Radmitte, Kotflügelkante. Ich mache jetzt mit Absicht nicht irgendwie so und halt hier Lot oder was weiß ich was, damit ihr das zu Hause genau so nachmessen könnt, quasi wie ich. Das heißt, ich halte jetzt den Zollstock mal hier so mittig an die Antriebswelle, also hier an den Achsstumpf sozusagen. Und habe da hier oben ziemlich genau so 41 cm, 410 mm. Hinterachse, gleiches Spiel. Mitte, Mitnehmer, sage ich jetzt mal, sind hinten, Jensen, ja, 410 mm. Gut, alles klar. Nur, dass ihr so ein grobes Maß habt, wo wir vorher standen und wo wir dann, wie gesagt, hinterher rauskommen. So, als erstes, klassisch, Rad abnehmen, dass die ganze Schulter hier unten frei ist. Dann hier oben Stoßdämpfer lösen. So, wartet. So, einmal das.
legt euch am besten nicht da oben rein, weil du dann das Problem hast, dass du, wenn du es hier festschrauben willst, die ganze Geschichte nicht mehr hast. Mit einer langen Verlängerung. Mit einer langen Verlängerung, sagt man es so. Ja, 17er. Kommst du von unten hier an die Befestigung der Stoßdämpfer auf nochmal ran. Einfach abschrauben. Und jetzt könnt ihr den Stoßdämpfer ganz einfach nach oben rausziehen. Dann haben wir jetzt hier den Federspanner. Wie gesagt, das ist ein Innenfederspanner. Hier sind so kleine, ich sage jetzt mal Zähne, wo diese Teller hier entsprechend reingreifen können. Ja? Hier sind Zähne, hier sind Zähne, dass sich A, die Teller nicht verdrehen können und B, hier einen festen Sitz haben. So, gerade eben haben wir die ganze Geschichte schon mal gemacht. Es war leider eine Windung zu wenig. Also im Idealfall den unteren Teller auch hier in die unterste Windung einführen. Wie gesagt, jetzt schraube ich oben der Hand schon mal ein bisschen fest. Das ist halt tatsächlich ein bisschen knifflig. Ihr müsst wirklich gucken, dass die Zähne hier in dem Teller ordentlich drin stehen. Ja, oben ist es jetzt der Fall, wenn quasi hier die ganze Thematik richtig an dem Spanner anliegt. Ist ein bisschen futzlig, aber wie gesagt, versucht die Teller, soweit es geht, hier voneinander wegzuspannen. Und jetzt drehe ich hier oben klassisch bloß mit der Ratsche. Kein Schlagschrauber benutzen. Nehmt die Geschichte. So. Da haben wir eigentlich schon das, was wir jetzt erreichen wollten. Nämlich, dass wir die Feder hier ganz tiefen entspannt hier aus der ganzen Geschichte rausnehmen können. Und jetzt zum Entspannen klassisch die ganze Geschichte retour. Und wie gesagt, wenn ihr das ohne Schlagschrauber macht, habt ihr hier überhaupt keinen Stress. Also, dass es euch irgendwie um die Ohren fliegt. Ja, guck mal, ich halte das jetzt hier mit meinen Händen fest. Und schon hat sich die Sache ja erledigt. Ja, also geiler und schneller habe ich vom 353 noch nie hier die Vorderachse getan. Jetzt müsst ihr, um das Ding wieder rauszukriegen, am besten zu zweit, die noch müh zusammen drücken, die Feder, damit ihr hier eben die Geschichte wieder rausfädeln könnt. Ja, also ihr seht schon, da ist es halt gut, wenn ihr trotzdem zu zweit seid, das wieder rausfädeln und dann ist gut. So, während Stefan jetzt den Ober- und Querlenker quasi noch sauber macht, habe ich jetzt schon mal an dem vorderen Stoßdämpfer die untere Stoßdämpferaufnahme quasi dran gemacht. Und ihr müsst natürlich diesen Winkel hier entsprechend des eingefederten Zustandes des Autos ermitteln. Also bedeutet, diese Geschichte hier klassisch einmal locker lassen, einmal reinhalten das Ganze, die Achse unter Belastung setzen. Ja, damit ändert sich ja dieser Winkel. Oben logischerweise festmachen oder so grob ausrichten. Reicht, wenn ihr dann oben die Schraube durchsteckt. Und wenn ihr das dann quasi oben habt und der Winkel definiert ist, schraubt ihr diese Schraube dann in diesem festgelegten Winkel fest. Als grobe Orientierung kann man sagen, dass eben diese Schräge parallel hier zum Stoßdämpfer verläuft. Ja? Also wir haben das jetzt quasi schon gemacht, deswegen ist das Thema hier schon für uns erledigt. Wichtig bei der Vorderachse, steht auch in der Einbauanleitung vom Gutachten so drin, die Feder muss so rum rein. Das bedeutet Schrift auf dem Kopf. Das klingt blöd und die Feder ist auch mit HA gekennzeichnet, es ist aber die Feder für vorn. Ja, Feder verkehrt rum, mit dieser dichteren Windungszahl quasi nach unten, und
mit dieser Geschichte, also der, wo diese angelegte Geschichte ist, nach vorne. Das ist in der Regel auch da, wo die Schrift ist. Drückt er das jetzt hier bloß rein. Einmal beherzten Schlag nach hinten. Und dann sitzt die Feder erstmal grob drinne. Jetzt, auch dafür war der Bierkasten ursprünglich gedacht. Einmal den Stoßdämpfer bitte nur in der senkrechten Lage auseinanderziehen. Hier oben reinfädeln. Durch die Feder durch. Und entsprechend auch unten wieder in die Aufnahme rein. Jetzt ziehe ich schon mal von unten die Schicht hier wieder fest. So, jetzt setzen wir die Achse klassisch unter Last. Federspanner so weit, sag ich mal, also maximale Einfederung, bis das Auto so anfängt zu zappeln und wir das hochheben. Das kannst du ja mal von da. So, jetzt haben wir ja hier den Stoßdämpfer. Jetzt kommt die Geschichte mit dem Bierkasten wieder zur Geltung quasi, weil jetzt müssen ja hier die Hülsen dazwischen. Einmal, also seht ihr jetzt nicht, aber ihr wisst ja, wie es vorher aussah. Einmal wieder die Hülse dazwischen. Hülse 2. So. Durch das Ganze. Federring und Mutter wieder dran. Also klassisch so, wie das von jedem Trabant und Co. halt auch kennst. Unter Last die ganze Geschichte jetzt anziehen. Mal jetzt die Geschichte hier wieder ablassen, ist die Vorderachse erledigt. Wenn ihr jetzt das so gebaut habt, dass die Feder hier frei hängt oder ihr drin rumgattelt und nicht unter Vorspannung ist, habt ihr definitiv einen falschen Stoßdämpfer drin. Und auch bei den Federn passen nur die vorderen für vorne, die hinteren für hinten. Könnt ihr nicht verwechseln. Vorne fertig, hinten geht's weiter. Hinterachse, bisschen anders wie vorne. Hier müssen wir auf jeden Fall erst die Hinterachse unter Spannung setzen. Weil sonst uns der Dämpfer volle Laube nach unten abschmiert. Also nicht der Dämpfer, der ganze Querlenker. So. Das ganze Thema wieder retour. Da fahre ich jetzt die Bühne bewusst hoch, weil der Querlenker jetzt weiter runterkommt. Jetzt lösen wir den Stoßdämpfer im Kofferraum. Hier plus diese kleine Plastikkappe oder Gummikappe lösen. Entschuldigung. Dann hier mit dem Schlagschrauber drauf. Und könntest jetzt hier den Stoßdämpfer so ähnlich wie vorne, bloß halt hinten nach unten entsprechend rausziehen. So, und jetzt auch hier am besten zu zweit, dass einer hier den Querlenker runterzieht und der andere die Feder dann rausholt. Ihr könnt ja auch mit den Innenfederspanner arbeiten, aber prinzipiell ist es nicht notwendig. Wie gesagt, es reicht, wenn einer hier die Schicht richtig runterzieht und der andere die Feder so nach drüben rausnimmt. Wichtig auch nochmal, habe ich quasi vorne noch nicht erwähnt, die Domlager oder diese Gummiunterleger, wir nennen sie jetzt mal Domlager, vorne wie hinten kommen genau so rein, wie sie vorher auch waren. Ja? Also hinten oben und vorne auch oben, bleibt drinne alles wie original. An der Hinterachse unten kommt jetzt so ein Distanzstück rein, das ist aus Aluminium. Ich habe das jetzt hier ein bisschen mit Fett eingeschmiert, um ja, sagen wir mal, ein bisschen der Korrosion entgegenzuwirken oder wenn hier irgendwie Wasser stehen sollte, dass hier nicht so Metall auf Metall ist. Ihr könnt auch dieses Mike Sanders Fett da, dieses Fettband nehmen. Was auch immer, ist mir aber persönlich zu teuer und für das, was wir fahren, reicht das vollkommen aus. Mit der glatten Seite nach oben und mit der gefasten Seite nach unten einfach einsetzen, die Geschichte. Dann kommt, wie gesagt, die Feder. Die Feder auf der Hinterachse kommt auch genau so rein, dass man das Schrift vernünftig lesen kann. Ja, also hier, zack, die Feder einfach nur ansetzen. Und jetzt müssen wir natürlich, damit wir den Stoßdämpfer vernünftig reinkriegen und von oben auch als erstes verschrauben können, die ganze Geschichte hinten ein bisschen ablassen. Warum? Weil wir dann auch hier mit der Stoßdämpfer ausfahren. Ich zeige es euch jetzt nur symbolisch, weil es sich zu zweit halt besser macht. Den Stoßdämpfer quasi einführen. Ihr stellt euch das jetzt vor, dass die Achse auf diesem Bock steht, quasi auch unter Last ist.
und dann erst oben festschrauben und dann entsprechend unten. Und damit ist dann die Hinterachse auch fertig. Ja, die ganze Knete ist jetzt drin und wir haben jetzt hier vorne ziemlich genau 34 cm, 340 mm. Ich habe schon gesagt, wer jetzt den Gummiunterleger oben noch wegnehmen würde und da noch zum Beispiel eine Fettband oder sowas drunter packen würde, könnte vorne noch mal Zentimeter holen. Hinten ja auch, logischerweise, ungefähr. Und hinten haben wir so 31,5 cm, 315 mm. Ja, obwohl die Tieferlegung hinten theoretisch mehr ist, liegt das Auto trotzdem aalglatt im Waren. Mit einem leichten kleinen Arsch hinten hoch. Aber nicht zu extrem, sag ich mal. Wir bauen jetzt noch komplett zusammen. Dann zeichnen wir das Auto noch mal vorne. Also draußen klassisch, damit ihr mal seht, wie es dann final auf originalen Rädern aussieht. Und wo ihr theoretisch dann am Ende des Tages rauskommt. Aber, ich habe es gerade schon zu Stefan gesagt, wenn wir die ganze Filmerei-Scheiße hier nicht nebenbei gemacht hätten und das dreimal alles erklären, in Anführungszeichen, mit dem Federspanner zusammen, mal ganz ehrlich, eine Stunde wäre jetzt viel. Ja? Wir müssen natürlich jetzt noch mal kurz gucken, wie es so mit der Spur aussieht. Beziehungsweise er muss dann mal noch eine Runde fahren und gucken, ob die Sache spurtreu ist. Ansonsten danach selbstverständlich immer Spur kontrollieren, Spur einstellen vor der Achse. Gut, Freunde der Nacht, das ist jetzt so das Ergebnis dieser ganzen Geschichte. Ich würde sagen, für alle die, die es, wie gesagt, jetzt nicht so übertreiben wollen, aber trotzdem irgendwie eine solide Tieferlegung suchen, ist das vielleicht nicht so verkehrt. Ja. Ja. Also ich würde sagen, das passt. Ihr habt jetzt einen Anhaltspunkt, worum es geht. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Arbeitsaufwand her. Wie gesagt, Link zum Artikel verlinke ich euch wieder unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr da Interesse habt, wie gesagt, 353 passt und auch 1,3er. Wichtig vielleicht am Ende noch die Thematik mit H-Kennzeichen und diesem Fahrwerk. Ich bin immer prinzipiell der Meinung, entweder will ich historisch unterwegs sein und will ein H-Kennzeichen oder ich will mein Auto ein bisschen optimieren, ein bisschen schöner machen, ein bisschen tiefer legen und dann brauche ich kein H. Man kann also für diese Thematik H-Kennzeichen und dieses Fahrwerk keine Pauschale abgeben, sagen, wie auch immer. Ja, das hängt immer vom TÜVer des Vertrauens ab. Denkt der, dass das historisch möglich ist? Ich sage prinzipiell ja oder halt nicht. Das ist vielleicht auch nochmal für viele so am Ende des Tages auch nochmal die Frage schlechthin. Ich sage immer, wer H will, soll das sein lassen und wer nicht H will, der soll es streichen lassen und das einbauen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas.